das, was man in der Früh hat, das kann man auch am Abend haben. Hier, dieses Gipfelglühen hier, einmalig. Und das werde ich jetzt noch zum Abschluss bei dieser tollen Tour einfangen. Hallo zusammen, herzlich willkommen in diesem Video. Wir befinden uns heute im Salzkammergut in Altaussee. Und heute am Plan ist es, den Altausseer See zu fotografieren. Welche Motive wir hier finden, das sehen wir uns in Kürze an. Wenn dich das interessiert, dann bleib bitte dran. Viel Spaß! Ich habe hier jetzt schon meine erste Bildkomposition gefunden. Hier seht ihr diesen wunderbaren Berg, hier den schönen Altausseer See. Hier ist ein kleiner Eingang, der ins Wasser führt. Und jetzt werde ich den Shot machen. Die Blende werde ich einstellen auf 14 und ungefähr ein Dreizehntel Belichtungszeit. Einen Verlaufsfilter habe ich auf die Kamera geschnallt, einen ND64 Filter nicht, weil das Wasser relativ ruhig ist. Aber ich werde dann auch noch ein Bild mit dem ND64 Filter machen und schauen, wie sich das Ganze auswirkt. Ich weiß, dass ich heute um die Mittagszeit unterwegs bin und das natürlich nicht die idealen Voraussetzungen sind zum Fotografieren. Aber ich habe schon einmal ein Video gemacht, Albtraum fotografieren am Tag, und das ist sehr gut angenommen worden. Und jetzt habe ich mir gedacht, warum soll ich heute nicht wieder mal um die Mittagszeit raus, um zu fotografieren? Natürlich auch mit der Hoffnung, wenn es Nachmittag wird, dass im Endeffekt dann das Licht weicher wird und sanfter wird. Und vielleicht gibt es auch einen Sonnenuntergang, den ich hier festhalten kann. Ich war noch nie da, ich weiß nicht, wie sich dann der See und die Umgebung um den See am Abend gestalten. Aber schauen wir mal, was sich so alles ergibt. Wie immer in der Mittagszeit hadere ich mit dem Licht und bin nicht wirklich zufrieden. Hinter mir seht ihr eine Schiffshütte, die will ich fotografieren im Hintergrund mit diesem Berg. Das Problem ist nur, dass vorne Schatten ist und zu Mittag gibt es eben harte Schatten, und dieser Schatten macht mir im Endeffekt das Foto kaputt. Ich werde jetzt versuchen, dass ich weiter rangehe und den Schatten ausblende, dann kann ich aber nicht mehr so weitwinklig sein. Schauen wir uns das mal an. I waited for the moment to unfold. Nobody's gonna make me feel I'm gonna... So, und jetzt werde ich hier weiter hinübergehen und schauen, ob es noch Herbstfarben gibt, die ich begleitend einfangen kann, im Vordergrund oder seitlich oder wie auch immer. Denn bald ist diese schöne Färbung der Natur vorbei und dann kommt eigentlich die graue Zeit, bis eigentlich der Winter kommt. Das ist für mich fotografisch auch ziemlich die schlimmste Zeit. Aber dann müssen wir alle durch. Ich habe einen sehr guten Bildausschnitt gefunden. Ich möchte diesen Baum hier im Vordergrund halten als Rahmen und auch diese Äste, also dieses Gestrüpp mit diesen Ästen als Rahmen, und dann das Bootshaus und den Berg und den See abbilden. Das Problem ist, dass das Stativ im Endeffekt einen Schatten wirft und ich selber natürlich auch. Ich werde Folgendes machen. Ich werde jetzt im Endeffekt den Selbstauslöser stellen auf 2 Sekunden. Das muss reichen. Dann werde ich weglaufen. Dann bin ich weg als Schatten. Als Schatten bleibt dann im Endeffekt das Stativ. Und dieses Stativ werde ich dann im Bildbearbeitungsprogramm eben wegretuschieren. Anders geht es leider nicht. Das ist eben der Nachteil, wenn man um die Mittagszeit fotografieren geht. Und jetzt versuchen wir das Ganze. I waited for the moment to unfold.
bin jetzt hier näher zum Bootshaus gegangen, das ihr hier links seht. Das möchte ich hier links im Vordergrund halten und den Blick schweifen lassen zu diesem Gebirge da hinten. Die Enten, die ihr hier seht, ich weiß nicht, ob die mir mein Bild zunichte machen. Ich werde eine etwas längere Belichtungszeit wählen. Darum habe ich auch einen ND64-Filter aufgeschnallt und werde jetzt den Shot machen. Und ich blende natürlich wie immer das Foto danach ein. In jedem Video sage ich fast, Perspektive ändern bringt Vorteile, bringt eine andere Bildwirkung. Das habe ich jetzt wieder gemacht. Ich habe das Stativ jetzt ganz niedergestellt und möchte im Endeffekt von unten diese Schiffshütte und diesen See und dieses Gebirge im Hintergrund einfangen. Da habe ich im Vordergrund noch etwas Laub und etwas Gestein und das Bild schauen wir uns natürlich dann wieder an. Bild ist im Kasten. Und was sich natürlich auszahlt, jetzt habe ich hier eine Hochkantaufnahme gemacht. Ich werde das Ganze auch natürlich quer machen. Am Rechner zu Hause sieht man dann am besten, was die beste Bildwirkung war. Das Angenehme ist, wenn man zu Mittag fotografieren geht, man muss nicht so früh aufstehen. Die negativen Begleitumstände, die habe ich euch schon mehrmals gebracht. Harte Schatten und so weiter, das wisst ihr schon. Und nun habe ich das Stativ wieder ganz tief gestellt, damit ich eine tiefe Perspektive habe und hier raus auf den See mit dem Vordergrund dieses kleinen Astes, dieses Baumstummels hier fotografieren kann. Zeit 3,2 Sekunden, Blende. Bin ich wieder zum See heruntergegangen, um zu sehen, wie die Sonne sich entwickelt. Es ist Herbst und die Sonne geht relativ schnell unter. Und ich habe leider da hinten den Sonnenuntergang verpasst. Das heißt, diesen Zeitpunkt, als die Sonne hinterm Berg verschwunden ist und einmal ist sie noch kurz aufgeblitzt und da hätte ich eine tolle Aufnahme machen können. Aber leider ist nichts draus geworden. Jetzt stehe ich hier am See und hier seht ihr trotzdem hier eine sehr interessante Landschaft, das heißt harmonisch und so weiter, und ich werde jetzt einfach hier mal verweilen und ein paar Fotos machen. Oft ist weniger mehr und vielleicht gelingen mir einige Aufnahmen, die harmonisch wirken. Es ist ein wunderschöner Abend heute, ein wunderschöner Herbstabend. Die Stimmung ist hier wunderbar und hier werde ich noch verweilen und einige Bilder machen.
Ja, da kommt manchmal fast was Skulpturartiges raus. Das gefällt mir sehr gut. Das hat einen wirklich tollen Look. Also wichtig in der Fotografie ist auch immer experimentieren. Denn nur mit Versuch und Irrtum, so wie sonst auch im Leben, kommt man auch bei der Fotografie weiter. So, jetzt habe ich hier meine kleine Fototour hier in Altaussee, am Altausseer See beendet und werde wieder zurück zum Auto gehen und dann die Heimreise antreten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet die ein oder die andere Fotoidee mitnehmen. Ich wünsche euch wie jede Woche gut Licht, passt gut auf euch auf, ciao, baba, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.